Hi, it's me, Andrea. I will show you today a background I make. And I do that all the time. In between, when I have a few minutes, I do that I'm prepared when I need a nice background. And as you can see here, I'm using watercolor media. That's the Inktense pen. And I have the same in this little jar that's not long available. They made it into the markers or the brushes. And of course, I have to use my jars up. But at the end, it's the same stuff what's in the markers, you know. Mache jetzt hier mal einen Hintergrund mit Wasser- oder Aquarellmedien. Ich mache mir immer zwischendurch, wenn ich mal Zeit habe, einfach Hintergründe, weil ich dann, wenn ich was brauche, einfach darauf zurückgreifen kann und nicht extra anfangen muss. Deswegen ist das immer ganz gut, auch in verschiedenen Farben. Hier behalte ich mal so blau und lila im Auge mit ein bisschen pink. Aber letztendlich mache ich mir immer in Farbfamilien natürlich meine Hintergründe. Ich bin gefragt worden, wie machst du das? Ich habe letztens eine Karte gemacht, da hatte ich halt noch diesen einen übrig gebliebenen Hintergrund liegen und einen Streifen. Und dann, ja, wie machst du das immer? Ich dachte, ich zeige das mal. Das ist ganz einfach, völlig simpel. Ich habe also das Aquarellpapier hier komplett eingenässt. Oh, ich habe eingenässt. Ich habe das komplett nass gemacht. Und lass das dann einziehen. Also ich möchte keine Pfützen draufstehen haben. So, und dann fange ich an und flicke da einfach so die Aquarellfarben drauf erstmal. So fange ich an. Wenn mir das dann nicht gefällt, dann sprühe ich nochmal drüber, so wie hier, dass es sich ein bisschen dass es ineinander verläuft. You know, I've been asked recently when I made a card with a leftover background, I had a stripe of a leftover, how I make them. And I make them a lot from watercolor media, and that's what I show here. And important is when you make a whole page on this watercolor, wet it completely, but then let it soak into the paper there. Shouldn't be puddles on top of the paper. And then I start to flick or put little puddles here and there, color puddles, or you know, from the paint. And when I don't like it or when it's not spreading out enough, I use the spray bottle with water again and spray on spots where I want to have it spread out more or less. So it's just at the flow you're going with. You know, you're looking at the page and think, is that enough? No, I would like to have more here or more there. Of course, you can add more. And that's a good thing with it. That's what I really like to do. And you can see when it dries, it looks really different. Especially with this watercolor media, it changed when it dried. It gets lighter and it spreads out a bit more, even until it's dry. Ihr habt jetzt gesehen, das verändert sich schon, auch wenn Aquarellmedien trocken sind, die verändern sich, sie werden heller. Und solange sie noch im Trocknungsprozess sind, verteilen sie sich halt auch noch so ein bisschen im Papier. So, ich habe jetzt hier ein Weiß genommen, das ist natürlich kein Aquarellmedium, das Weiß, aber ich wollte es halt schön, einen schönen Kontrast haben. Und das habe ich dann hier in die weißen, dicken Blobs, habe ich dann noch ein bisschen von der rosa Farbe reingegeben. Das fand ich, sah so schön aus. Das hat so was Bonbon-mäßiges, Sahne-Bonbon-mäßiges. You know, I've put in this white blobs, I put some of the pink paint, what I do here. Now, I quite liked it, the effect. It looked so, yeah, just yummy. But at the end of the day, that's it. So, I hope you like it and go for it. Just make your own backgrounds and have enough. And when you need a nice background for a card, then you have it. So, go for that. And I hope I could inspire you a bit. I thank you a lot for watching, guys, and I hope I will see you soon with my next video. If you had fun, by the way, leave me a thumbs up and a comment would be much appreciated. So, ich danke euch ganz herzlich fürs Schauen und ich hoffe, ich konnte euch inspirieren. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da und auch ein Kommentar wäre super schön. Ich hoffe, ich sehe euch bald wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine tolle Zeit. Lasst es euch gut gehen. Bis dann. Ciao, ciao.